Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von American Truck Simulator Staffel 3 Reloaded. Heute fahren wir, ich meine, wieder mal Containerschlepperchassis 94.500 Pfund von Sioux Falls. Jetzt habe ich die Bundesstrecke vergessen. Läuft nach Cheyenne in Wyoming. Sind wir noch bei Meilen? Ja. Sind 600, ja, habt ihr ja gerade kurz sehen können, 656 Meilen. Ja, ach ja, genau, ich habe fast vergessen. Okay, jetzt können wir, ach, muss ich das verstehen, warum wir hier mehr ranzoomen können als auf der Map? Okay, hier können wir doch nicht. Hier scheinen wir nichts zu haben, was für uns interessant und relevant ist. Allerdings in Cheyenne haben wir wieder was. Eventuell fahren wir hier vorbei, eventuell auch nicht. Müssen wir mal schauen. Scheint vermutlich auch nur ein Direct Hire zu werden, was wir dort zu sehen bekommen, aber ist halt so, kann man nicht ändern. Ja, hier geht's raus. Immer wieder ein Stückchen vor uns. Jede Menge Meilen. Wir bekommen für den Auftrag knapp 25.000. Okay, wir bekommen 25.000, einhalb sogar für den Auftrag. Das ist schon mal nicht schlecht, okay. Sprich, wenn ich mich nicht verrechnet habe, könnten wir potenziell uns einen Mac besorgen. Ich komme jetzt gerade mittlerweile echt durcheinander, ob wir den... Ich bin mir auch unsicher, ob wir jetzt den Mac schon hier entdeckt haben. Ich glaube nämlich nicht. Nicht, dass ich mich erinnere. Ich weiß, dass er abbiegen wollte. Das wird eine etwas längere Tour werden. Natürlich auch wieder mit Bundesstaatengrenzen, Überschreitungen. Ich glaube sogar, wir fahren sogar durch einen Bundesstaat durch. Ich weiß es gerade gar nicht mehr ganz genau. Ja. Wir haben auf alle Fälle wieder jede Menge zu schleppen. Wird vielleicht auch wieder eine etwas längere Folge, wobei die Folgen werden immer länger jetzt sein. Denn je mehr wir fahren, oder je weiter wir fahren, desto mehr Strecke legen wir dementsprechend halt auch zurück. Weil je mehr Erfahrung wir auch werden, je mehr Strecken wir fahren, desto weiter werden es auch irgendwie. Hier rauf zu jeden, wenn man hier den Berg hochgekraxelt ist oder den Hügel, ist halt auch echt sinnlos, sinnfrei. Aber wir dürfen 80 Miles per Hour fahren, das ist schon mal nett. Kommen wir auch ein bisschen mehr voran, ne? Allerdings müssen wir die auch erstmal erreichen. Wahnsinn, 94.000 Pfund, ja, Wahnsinn. Das schaffen wir wahrscheinlich sogar auch ohne Pause zu machen, das ist sehr gut.
aber auch gemütlich unterwegs. Um es mal so zu formulieren. Da fällt mir auf. Ich hätte mich besser vorbereiten sollen. Wobei die 8D schaffen wir wahrscheinlich gar nicht mit dem Truck. Wir werden wahrscheinlich hier nur mit Pedal to the Metal fahren können. Ich habe mir zwar zu trinken bereitgestellt, aber ich habe noch. Oh Gott, das war. Ich glaube ein Festhängen auf der Taste. Ein motorischer Fehler. Ja gut. Dann bekommen wir halt weniger als 25.000 dafür und kein ausgezeichnet. Egal. Egal, das Geld haben wir ja. Und soweit ich mich erinnere, auch haben wir noch nicht den LKW-Händler, den wir unseres Vertrauens entdeckt. Daher alles halb so wild, wir haben genügend Kohle. Wir haben auch nach dem Auto genügend Kohle, wegen so einem kleinen Unfall. So ein kleines Ding, der kleine Schlenker wird uns nicht das Genick brechen. Wir fahren über den Moment, fahren wir durch Iowa durch? Ja, wir fahren durch Iowa durch. Ja. Ich wollte nämlich gerade sagen, wir fahren noch über den. Über die Interstate 80. Und demnach auch so gesehen. Ja, wobei ich weiß gar nicht, ja, doch müssen wir. Wir müssten ja eigentlich am Iowa 80 vorbeifahren. Würde zumindest Sinn machen. Ich finde es aber witzig, wie nicht sprudelndes Wasser beim Erstöffnen, oh Gott, zischt. Ich habe allerdings auch im Hinterkopf gehabt, dass wir eigentlich schon entdeckt haben, den Händler. Ich bin aber dennoch, dass wir halt da irgendwie gucken wollen in Cheyenne, ob da irgendwie was zu entdecken, zum Aufdecken gibt. Von daher bin ich jetzt gerade etwas verwirrt. Wobei ich glaube, das war dann eher in der zweiten Staffel Reloaded, dass wir da kurz vorm eigenen LKW sind.
fahren wir jetzt gerade nur auf der linken Spur. Aber ja, ist halt ne, vielleicht gleich nach dem Auto da vorne oder nach dem LKW, weil irgendwie wir sind halt immer noch im Überholvorgang seit gefühlt 300 Meilen. Wie es ist, mehr kann man nicht ändern. Oh, wir müssen gleich. Oh, wir sind hier schon auf der Höhe. Dieses Kreuz, so früh konnte mich gar nicht mehr. Kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Obwohl doch, ja doch. Macht Sinn. Erinnern. Wir fahren durch Omaha durch. Stimmt, da war ja was. Mit dem Schiff. Und natürlich auch was. Nicht nach Omaha rein, sondern wir wollen weiter, wahrscheinlich jetzt über den Iowa 80, vermute ich mal, weil wir waren ja doch schon länger jetzt auch noch auf der Interstate 29. Es sei denn, es hat sich geändert und ich habe es verpasst, das kann natürlich aber auch sein, also da würde ich mich jetzt nicht so gerne darauf festlegen, dass dem so ist. Ich möchte was testen. Okay, so nicht und so auch nicht. Ich dachte. Weil das kann man ein bisschen einstellen. Erst darf man halt in Omaha, dabei sind wir schon an Omaha vorbei. Mal weiter Pedal to the Metal. Naja, vielleicht nicht unbedingt Pedal to the Metal, weil ja 75 so Maximum. Moment, war gerade eben auch 75er Tempo Limit oder war das gerade eben 70? Nein, müsste jetzt 70 gewesen sein, da wir ja auf Dingens gedrosselt waren auf 72 so gesehen. Was den Tempomat betrifft. Hat er jetzt gerade wieder obligatorischen Virenscan oder was? Aber der Kenworth, der zieht auch schon ganz schön gut. Wie gesagt, das war ja glaube ich hier mit ja, es war hier besorgen wir uns den Mac. Die Frage ist, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, ob wir den, oh Gott, Pinnable, PC, irgendwas mit P, den Mac, P, irgendwas, uns hier auch holen können oder nur, nee, ich glaube hier ging, glaube ich, auf diesem Profil ging glaube ich nur Titan und auf dem auf Staffel 2 Reloaded, beziehungsweise in Staffel 2 hatten wir halt auch noch den Pinnacle oder irgendwie sowas in der Richtung von Mac. Also wird sie ja wahrscheinlich der Titan werden. Auf jeden Fall ein Mac, das steht schon mal fest. Mit der Kollege hier auch auf Insta, dass er draufkommt.
wir wieder ein bisschen mehr Farmen, beziehungsweise wahrscheinlich Plantagen, Obstplantagen oder sowas. Oder soll dargestellt werden zumindest. So schätze ich zumindest ein. Guck mal, wie ein anderes Straßenprefab, beziehungsweise ein andere Road Texture. So, wir sind auf NZ 80. Schalten wir mal die Cruise Control rein und fahren dann weiter. Die ersten, ein Drittel der Strecke haben wir schon hinter uns. So roundabout, also ein bisschen mehr. Waren ja 656 Miles. Meilen. Den haben wir schon 250 hinter uns. Einzelner LKW, haben wir schon mal einen einzelnen LKW hier rumfahren sehen? Auf dem Highway, also auf Interstate? Oder allgemein? Es kommt einem gerade so unikatmäßig vor. Kann natürlich auch daran liegen, weil wir halt Ewigkeiten nichts davon mehr gesehen haben. Aber das sind jetzt scheinbar doch ein paar mehr. Ja, die schnurgerade Straße entlang preschen. Wir fliegen auch so die Meilen nur bis zum Ziel. Das ist schon halt ein anderes Feeling, ne? Ich meine, wir können jetzt 20 Miles per Hour schneller fahren als beispielsweise, wenn wir jetzt durch Kalifornien fahren würden. Das ist natürlich dann schon klar, dass wir halt mehr Meilen reisen können. Das war ein bisschen zu close, wie ich gerade gemerkt habe. Das sollte jetzt auch, glaube ich, langsam wieder ein bisschen hügeliger werden. Na, kommen wir jetzt, glaube ich, den Ausläufer von einer Gebirgskette, oder? Also es scheint zumindest so. Aber noch verlieren wir nicht allzu viel Geschwindigkeit. Ich weiß nicht, doch schon langsam wieder ein bisschen kurviger wird. Aber das Schöne ist, wir entdecken noch mal ein bisschen was von der Landschaft, beziehungsweise von Amerika zumindest in der. Boah. War das Coast to Coast V2.3 oder war das Canada Dream 2.3? Ich weiß es gerade echt nicht mehr. Auf jeden Fall entdecken wir mal ein bisschen was von Amerika in der Version, wie ihr sie in der Beschreibung sehen könnt. Schön ist, da wo es bergauf geht, geht es auch wieder bergab. Im Idealfall, im Normalfall. Wir müssen auch langsam tanken, habe ich das Gefühl. Wie lange können wir noch fahren? Wir müssen auf alle Fälle vorher tanken. Bevor wir da sind.
Wir haben ein Ritual, dann hoffe ich mal. Wir sind ja eigentlich fast bisher nur über schnurgeradem Drang gefahren, beziehungsweise kaum Steigung, kaum Gefälle. Es war eigentlich alles smooth und straight. Bis dato. Dann geht es auch nochmal wieder den nächsten Hügel hoch. Und so ein Höhenmesser wäre auch nicht schlecht, also wäre auch interessant. Irgendwie so. Führt man jetzt mal so gerade auf. So dass man halt dadurch, also halt im Dashboard halt so ein Höhenmesser oder sowas. Das hat man ja angezeigt bekommen, dass man halt dadurch halt erkennen kann, ob es gerade, ob man gerade in der Höhe zu normalen Null gerade steigt, ob das Höhenmeter sozusagen steigt oder nicht oder fällt. Teilweise ist es doch schon schwer erkennbar, ob man jetzt gerade. Also jetzt in diesem Fall ist es klar erkennbar, aber wenn man halt so eine kleine Steigung oder so drin hat, die halt kaum merkbar ist. Wobei es wäre halt auch nur so ein Feature, was man halt nicht braucht. Also. So gesehen nice to have, aber nicht wichtig. Und nicht relevant genug, vermutlich. Stellt euch mal vor, man hätte beim Map erstellen die Möglichkeit, ein Höhenprofil, wie man es beispielsweise ja bei Transport Fever und ich glaube auch bei Transport Fever 2 machen kann und ja machen kann, was man das hier hätte, das wäre ja schon aber das ist halt in dem Rahmen höchstwahrscheinlich halt. Selbst wenn man das umsetzen könnte, wäre das halt. Ja. Es war zum einen eine große Zeit der Spaß, aber halt auch. Oder halt auch sehr viel Rechenleistung, je nachdem. Und eventuelle Umskalierung und Pipapo. Benötigen. Und jetzt, bin ich nicht aus Versehen. Die Feststellung haben sie gekommen. Das ist belastend. Kommt dann überhaupt nicht nochmal eine Tanke? Ja. Kurz beim, ja, wobei der IO 80, also kurz bevor der IO 80, ja, nur auf die Interstate 80. Sich auch noch mal ein bisschen absplittet zur Interstate 74. Dann können wir dann ja tanken und den Rest der Fahrt die Gendämmerung geht vollenden.
wir haben gerade die 40.000. Meile dieses LKWs erreicht. Das ist aber, also vergleichsweise ist es echt wenig, ne? Ich meine, wir sind mit irgendwas mit 39.000 gestartet und wir haben eine Tour gemacht von 600 Meilen, also 650 Meilen. Das ist halt schon echt wenig. Der LKW ist demnach ja noch, also entweder noch ziemlich frisch oder der ist schon bei der 1.000.000. 40.000. Meile. Aber ich glaube, dann würde da, wobei würde dann da 1.000.000 stehen? Ich weiß es gar nicht, wie das, ob das möglich ist, ob die Zahl einfach nur schrumpft. Das hatte ich bisher noch nie gehabt in American Truck Simulator, dass mir das, dass ich entweder so weit war oder dass mir so aufgefallen ist, dass ich so weit bin, dass sich da was drastisch am Dingens ändert. Und noch 170 Meilen, krass. Wir sind ja schon fast dem am Ziel. Nur noch ein Katzensprung. Dann wollen wir mal voll tanken. Ich werde wieder angehupt. Schnauze. Komm, fahr einfach drauf. Bitte fahr einfach drauf. Ich überhole erst noch rechts, ne? Ich keinen Bock von 0 auf 75 zu fahren hier. Dann fahre ich lieber an dir vorbei. Ja. Dankeschön, KI. Richtung Sydney bzw. Cheyenne. Wieder in die untergehende Sonne hinein, so gesehen. Verengt sich. Verengt sich wahrscheinlich jetzt doppelt. Was für einen Fluss haben wir hier? Konnte die erkennen wegen. Ja, ich. Einen Fluss haben wir da auf alle Fälle. Das steht schon mal fest. Was für einer das ist, das kann ich nicht. Doppelte Sonneneinstrahlung und so. Baustelle? Oder fängst du einfach nur gleich?
Oversize-Ladung neben Oversize-Ladung, okay. Der hat noch weitaus mehr Oversize als wir. Auf der rechten Spur zu fahren, ist natürlich auch schon interessant. Wobei sollten wir eigentlich ja erkennen, trotz der Untergehenden sammeln die uns. Ja. Freundlich anschaut. Eindrucksvoll die Sonne. So insgesamt, wie wir halt immer jetzt irgendwie so das Glück haben, also in, ja, immer letzte Zeit, wie auch immer, also genauso wie in Staffel 2 Reloaded, dass wir der Sonne, der untergehenden Sonne wieder mal entgegenfahren. Da war das ein, nee, ja doch. Kommt durcheinander. 68 Meilen bis nach Cheyenne. Wenn die Sonne untergeht, sind wir wahrscheinlich dort. Licht anmachen ist natürlich keine schlechte Idee. Oder so mich daran erinnerst, Kollege. Haben wir diese Tour auch fast vollendet. Es war nicht eine 100% perfekte Tour, aber eine, also keine ausgezeichnete, wahrscheinlich eine akzeptable oder eine, ich weiß gar nicht mehr, was die anderen Tier sind. Und dann machen wir wieder nochmal einen kleinen Abstecher, wahrscheinlich zu Direct Hire und fahren bei Direct Hire vorbei. Weil ich glaube nicht, dass es in Cheyenne dann halt einen Truck-Dealer gibt. Der Truck-Dealer wäre wahrscheinlich eher bei der Werkstatt. Und wir erreichen Wyoming. Ob wir da runterfahren? Ich bin schon mal gewundert, warum. Die nächste Woche ich überholen. Bergauf, bergab. Auf den letzten Meter nach Cheyenne. Die Folge ist, glaube ich, überraschenderweise kurz. Also weitaus kürzer als erwartet. Müsste ich gleich nochmal kurz gucken, umrechnen. Die hier mit 45 Miles per Hour in einer fucking 80er Zone fahren, das ist halt echt. Triggernd, die KI. Boah, das Verhalten der KI.
Gott. Frisch geteert oder relativ frisch geteert die Straße hier. I like it. Erst aufmalen in Cheyenne. Vom Styling her ist das halt natürlich auch wieder so wie in Palace Bakersfield. Oder war da irgendwas in Kalifornien auf alle Fälle. Oh Gott. Bestimmt gar nicht mal in welche Stadt das jetzt hier angelegt ist oder welcher Stadtstil das ist von der Vanilla-Version. Geht nach links, genau. Oh verdammt, das war. Ich habe die andere Ampel gesehen. Mein Fehler. Ich habe jetzt auf den Linksabbieger-Pfeil geachtet, mehr oder weniger. Und jetzt da habe ich das Grüne gesehen und habe gedacht, oh, warum fahren die denn nicht? Und dann war es schon zu spät. Wie zum Geier hier auch Rail Trans Export hinpasst. War doch Rail Export, ne? Wie geschafft? Das ist doch auch wieder ein richtig sinnloser Spot für ein Firmen-Prefab oder für dieses Firmen-Prefab. Ich meine, wo soll denn jetzt hier. Alles klar. Wo sollen denn jetzt hier bitte schön Züge wegfahren? Es ist mitten in einer Stadt, umgeben von Gebäuden. Teleportieren sich die Züge nach unten oder was? Wie gesagt, Direct Hire. Satz mit X und so weiter. Aber gut, das können wir halt nicht ändern. Also sowohl das mit Direct Hire und Ey, lass mir Platz! Ey, das ist doch nicht euer fucking Ernst. Hier komme ich doch niemals jetzt rum. Knappe Kiste. Die grüne Ampel bekommen wir nicht. Schön mit dem Shop, dass man halt auch da so ein bisschen reingucken kann. Grün, dann müssen wir nicht auf Rot, dann müssen wir unbedingt noch warten, dass wir stoppen und dann fahren. Alles nicht ganz uneng hier.
fahren. Rally. Gut, dann machen wir eine ungeplante Stadttour mal wieder. Oh, eine verlängerte, ungeplante Stadttour. Auch immer, dass es als Einbahnstraße klassifiziert war oder das Schild da klebte. Danke fürs Vorlassen und selber schuld. Hier rein. Jetzt nach vorne. Das ist verwirrend hier. Aber jetzt sind hier keine Züge. Ich könnte ja schwören, dass es sonst angenommen werden würde. Wir haben geparkt, das ist mir jetzt zu doof. Gute Arbeit, Containerschlepp, das hat sich von Sioux Falls nach Cheyenne geliefert. Fahrstrecke 659 Meilen, Dauer 10, okay, knapp 11 Stunden. Verbrauchter Kraftstoff 125 Gallon, gesamt bekommen 24.428 Dollar und 1.400 Erfahrungspunkte für sein neues Level, Level 8. Wir gehen weiter auf Fernfahrten, Lecco Mio, es geht dann bis zu 1.334 Meilen. Wenn wir drauf bekommen, wir natürlich dann 10% höhere Vergütung.
Wir strecken über 751 Meilen. Dann ändern wir nochmal das eine hier. War es denn überhaupt hier? War das? Wir haben nur den Canvas-Händler. Ich glaube, beim Canvas-Händler gab es das nämlich nicht, den Mac. Den gab es, glaube ich, beim Peter-Bild. Glaube ich. Ich gucke einfach nochmal sicherheitshalber nach. Weil Sieb und so und so viele Sachen. Jawohl, so sieht's aus. Dann schauen wir mal kurz in die Zukunft. Ah, ne, da wollte ich gar nicht hin. Schauen wir mal kurz in die Zukunft, wo wir vielleicht das nächste Mal hinfahren könnten. Von Nakina, alter Verwalter. 1200 Meilen runter bis nach Louisville, Kentucky. Wir würden vorbeifahren an Dallas, an Milwaukee, an Indianapolis und an Louisville. Das wären vier Orte. Von Nakina über Thunder Bay. Bei Thunder Bay war nix. Dann bei Dallas, da, ja, das ist eine sehr gute Strecke, da haben wir schon mal einen Teil abgearbeitet. Dann geht es weiter über die, später über die Interstate 94 und 90 an Milwaukee vorbei. Ist auch nicht interessant, Milwaukee, weil es dort nichts zu entdecken gibt. Von Milwaukee fahren wir dann bei Chicago vorbei. Chicago ist auch nochmal interessant. An Indiana, Indianapolis vorbei. Das ist auch nochmal interessant. Also wir fahren vorbei, wir fahren aber dann halt durch. Und dann Louisville, Kentucky. Louisville, Kentucky ist wieder irrelevant. Aber die Tour ist doch gar nicht mal so verkehrt. Wir bekommen 50.000 dafür. Dann haben wir 180.000 ungefähr. Und wir entdecken in drei Städten, einmal in Dallas, in Milwaukee, in Chicago. War das Milwaukee? Ich weiß schon gar nicht mehr. In Dallas, in Chicago und in Indianapolis entdecken wir dann halt wieder was auf. Das ist wunderbar. So sollte es sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, wir sehen euch dann im nächsten Video wieder von American Truck Simulator Staffel 3 Reloaded oder American Truck Simulator Staffel 2 Reloaded oder in einem anderen Video hier auf dem Kanal. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.